Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Ariel, die Meerjungfrau in mir und bei Subnautica. Und ja, wir haben am letzten Mal Spinde gebaut. Ich sehe gerade, wir müssen was essen, was trinken. Das mache ich mal eben. Ja. Und wir haben hier diese schönen Spinde gebaut, die super gut funktionieren, wie ich finde. Das heißt, wir können theoretischerweise... Oh nein, ich habe die Rohr gegessen, ne? Kann das sein, dass ich die Rohr gegessen habe? Oh nein. Ich würde tatsächlich jetzt mal ein bisschen Essen farmen. Und ich weiß mittlerweile auch, wo wir Blei herbekommen. Ich habe mich ein bisschen informiert. Während den Folgen. Tatsächlich sind Bleivorkommen in Sandregionen. Also auf Sandregionen, die aber auf einer gewissen Tiefe basieren. In dem Bereich Lost River zum Beispiel. Das heißt, wir müssen tiefer tauchen. Also es gibt gewisse Tiefenregionen hier, wo halt gewisse Sachen zu finden sind. Das heißt also zum Beispiel 600 Meter, glaube ich. 600 bis, glaube ich, 700 Meter sind, glaube ich, so diese Lost River Gebiete, wo man auch Blei finden kann. Man kann die aber auch so finden, also wie gesagt, in Sandgebieten. Wir haben beim letzten Mal ja schon welche gefunden gehabt. Das heißt, ich will mir jetzt gar nicht so den Kopf drum machen, sondern wir werden einfach jetzt versuchen, erstmal so ein bisschen ums Überleben zu kämpfen. Das heißt, Nahrung sammeln. Ich werde so ein bisschen hier rum. Ich will mal gucken, dass wir vielleicht die zweite Sauerstoffflasche bauen. Das wäre vielleicht mein nächstes Ziel. Strahlung. Oh, nicht gut. Wir sollen vielleicht nicht zu nah ans Schiff. Wir kommen also nicht zum Schiff. Das heißt, das ist für uns erstmal tabu, solange wir den Strahlungsanzug nicht haben. So, hallo, mein Fluch. Komm mal her. Ich sammle jetzt erstmal ein bisschen was im Vorrat. Kann man die auch so kochen eigentlich, die Glubschis? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Da unten schwimmt noch jemand. Den nehmen wir auch noch mit. Das heißt, wir können ja so ein... auch so ein Herstellgerät bei, bei unserer neuen Base dann quasi. Also nicht der Rettungskapsel, sondern unseren neuen Base auch bauen. Nein, ich wollte keinen Pilz mitnehmen. Ah, wie gut das einfach ist, dass wir jetzt schon ein Lagersystem haben. Das ist mega. Boah, das habe ich so bei Breath Edge vermisst, ne? Ich meine, das hat auch so gut geklappt. Aber, naja, wie das nun mal so ist, ne? Man kann nicht immer alles haben. Nimmt ihr einfach das Blech mit. Unglaublich. Musst du auch ums Überleben kämpfen, oder was? Hatten wir die Flossen eigentlich gecraftet? Ja, ne? Stimmt, wir sind auch wesentlich schneller unterwegs. Ich nehme mal Glubschi auch nochmal mit. Glubschi! Wie viel haben wir denn jetzt schon? Okay. Wir können noch ein bisschen farmen. Haben wir hier die Quallen schon gescannt? Schweber. Was der wohl macht, der Schweber? Den kann ich auch... Kann ich ihn einsammeln? Ob das... Hört sich komisch an. Oh, lass mich raten. Ne! Die können Sachen schweben lassen. Lol! Weil der Stein fällt jetzt runter. Nein! Ja. Ich frage mich, ob wir eigentlich auch... Können wir eigentlich auch so einen Bogen bauen? Aber wahrscheinlich nicht nach unten, ne? Ich hätte... Mann, ich ärgere mich so ein bisschen. Ich hätte das gerne unter Wasser gebaut. Ich hätte das echt gerne unter Wasser gebaut. Das wäre halt mega. Kann ich sogar tatsächlich noch hier, ne? Wenn ich wollen würde hier. Könnte ich theoretischerweise einfach hier unter Wasser bauen. Soll ich das einfach mal machen? Und wir machen einfach hier unsere Base.
Ich finde das irgendwie viel cooler. Sollen nur mit dem Solarpanel dann gucken, wie wir das machen. Hier, so. Komm, mach ich mal. Ja, so ist doch cool. Und dann bauen wir das Solarpanel nochmal ab. Ich würde aber erstmal, wie gesagt, erstmal... Okay, warte mal. Kriegen wir den Sachen wieder? Ja, kriegen wir. Wahrscheinlich nicht alles, ne? Ja. Nein, mir fehlt irgendwas. Was fehlt mir denn? Nee, ich habe alles. Kann ich es denn da drauf bauen? Ah, das kann ich. Okay, pass auf. Ich baue das mal hier hin. Man kriegt dann so alles wieder. Das ist ja super. So. Jetzt hat das Ding auch Saft. Das heißt, wir müssen die Spinde umräumen. Und wir müssen natürlich eine Luke bauen, ne? Ja. Mein Magen knurrt. Zweimal Titan, einmal Quarz. Pass auf. Machen wir gleich. Captain. Zweimal Titan, einmal Quarz. Wir haben immer viel Titan. Ist nicht schlimm. Wir müssen nur die Luke bauen. So, dann kommen wir nämlich auch da rein. Dann können wir nämlich demnächst dann auch vielleicht was mit Glas bauen. Wir haben ja ein bisschen Glas, aber ich würde jetzt erstmal... Ja. Denn ich habe ja, Glas, glaube ich, gesammelt. So, aber jetzt erstmal Nahrung. Glubschi kann man auch normal bauen. Jo. Ich kann mich entsinnen, dass man damals, glaube ich, nur Glubschi kochen konnte. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ja, wir werden schon nicht verhungern. So ist es ja nicht. Verhungern, verdursten werden wir schon nicht. So, lass mal gucken. Können wir erstmal was essen? Wir müssen nur aufpassen, dass wir nichts Rohes essen. Gekochter Glubschi. 32 Nahrung. 15. Oh, der Glubschi bringt mehr, tatsächlich. Der Glubschi bringt tatsächlich mehr. So, jetzt sind wir auch satt. Das heißt also, wir müssen den Glubschi sammeln fürs Kochen. Das macht mehr Sinn, weil 15 kriegen wir nur durch den hier. Aber ich finde das besser, wenn wir unter Wasser unsere Station haben. Da können wir direkt ins Meer raus und so. Finde ich irgendwie besser. So, okay, das war's schon gewesen. Hatten wir eigentlich hier noch... Naja, wir hatten hier noch Nahrung drin, ne? Und Ressourcen, Alter. Wir haben so viele Ressourcen hier drin. Gut, pass auf. Warte mal, wir haben ja noch Titan hier auch noch, ne? Das heißt, wir müssen ja für Spinde Titan haben. Das heißt, ich würde hier mal die Spinde rausbauen. Hier haben wir Salz noch. Glas hatte ich doch, glaube ich, auch, oder? Quarz... Salz? Nee. Hatte ich nicht Glas gesammelt? Ich dachte mir, wir hätten Glas gesammelt. Aber okay, pass auf, so. Gut. Dann würde ich sagen, dasselbe Spiel wie beim letzten Mal, nur dass wir das hier hin machen. Wahrscheinlich ist dieser andere Spind größer, ne? Großer Spind. Quarzbraun. Warte mal. Wir haben doch Quarz, oder nicht? Nein, was mache ich denn da? Wir haben doch Quarz. Ich um mein Quarz. Quarz. Wir haben sogar hier drüben auch noch Quarz, ne? Dann machen wir heute ein bisschen Base bauen, würde ich sagen. Ein wenig Base bauen. Salz, Blei, Silber. Silber haben wir sogar auch. Und wir haben sogar wieder Gold gefunden. Ich frage mich, was für ein Planet das ist hier. So, dann lass mal gucken. Oha, der ist aber riesig. Alter. Ah, den müssen wir am Boden stellen, oder was?
Ich glaube, der muss am Boden gestellt werden. Warte mal, kann ich den drehen und dann an der Wand stellen? Ich probiere das jetzt gerade mal aus. Ah, das funktioniert nicht. Mist. Ah, hier schon? Verdammt, das ist nicht gut. Das ist also ein Boden, also ein Spind, den man auf den Boden stellt. Okay, pass auf, da müssen wir erstmal mit den normalen liebäugeln. Ist ja nicht schlimm. Wir können ein paar davon bauen. Komm. Was wir haben, haben wir. Ne? Es geht, der erste geht wieder nicht nah dran, ne? Machen wir den so nah wie möglich. So, hier. Zack. Nächste geht direkt daneben. Und dann hier noch einen hin. Ich mach direkt noch einen, komm. So. Alter, wie das hier aussieht, voll die Spindbatterie. Okay, also, machen wir wieder Ressourcen. Ressourcen. Da machen wir hier, machen wir Essen. Werkzeuge. Machen wir hier Technik. Technik. Hier so wie diese, weißt du, diese Teile. Dann machen wir hier erstmal, also zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Theoretischerweise müssen wir das auch vernünftig sortieren. Damit so also Quarz zu Quarz kommt und so. Und dann müssen wir, jeder braucht ein, halt ein Spind. Das wäre halt super. Jede Ressource. Genau, Essen. Essen machen wir hier rein. Behälter wechseln. Wir müssen unbedingt mehr Essen und Trinken machen. Das ist ganz wichtig. Wir kriegen ja hier gleich noch Ressourcen wieder, ne? So ist ja nicht. Behälter wechseln. Zack, 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 zack. So. Da ist nur die Dings drin. War hier bei Essen noch was? Eine Wasserflasche. Und hier bei Werkzeuge waren die Behälter, ne? Genau. So, dann gehe ich das nochmal drüben einlagern. Bisschen blöd, dass wir jetzt umlagern müssen, aber egal. Dann haben wir das auch. So, ich würde tatsächlich das ein bisschen sortieren. Ich würde sagen, dass wir hier die Gesteine reinpacken. Also diese Gesteinssachen. Ressourcen. Erstmal. So. Und hier den ganzen Restkram erstmal. Genau, so. Hier machen wir das Essen rein. Und die hinten machen wir. Technik ist halt hier sowas hier. So, guck mal. Haben wir das auch. Sehr schön. Dann würde ich sagen, reißen wir es oben erstmal ab. Die Spinde erstmal. Aber krass, dass die Anlage jetzt auch 75 hat. Das ist wahrscheinlich verknüpft mit dem Teil da drüben. Was passiert eigentlich, wenn ich die Luke in die dekonstruiere? Da bin ich ja drin gefangen für immer. So. Brauchen wir die Plattform eigentlich jetzt noch? Eigentlich nicht, ne? So, theoretischerweise brauchen wir es nicht. Wir haben alles hier drin, was wir wollen. Klar, ist ein bisschen eng, unsere neue Base, aber das wird sich wahrscheinlich demnächst ändern. Müssen wir jetzt erstmal gucken. So. Ja, der ist schon fast wieder voll hier. Was? Na, ich übertreib nicht. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Nein, ich übertreib doch nicht. Kommst du denn darauf?
Wie kommst du darauf, dass ich übertreiben würde? Nein, niemals. Was leuchtet da mal rein? Ah, das Wasser ist hier manchmal drin. Komm, lass mal erstmal so. Die Spinnbatterie. Ich übertreib doch nicht. Nein, wie kommst du denn darauf? Wie kommst du darauf, dass ich übertreiben würde? Nein. Was? Nein. Was? Nein. Niemals. Nein. Nein. Kann ich das nicht einfach anknüpfen hier? Ich glaube, ich muss das draußen machen, oder? Kann ich eine Kreuzung bauen? Könnte ich theoretischerweise. Ist natürlich auch geil, ne? Kann ich hier einfach anknüpfen? Warum geht das nicht? Nein, warum geht das nicht? Nein! Warum funktioniert das nicht? Warum kann ich das nicht bauen? Nein, 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 nein! Wieso kann ich das hier nicht bauen? Wieso kann ich das hier nicht dran bauen? Oder weil es so hoch ist? Aber hier wäre ja auch nicht hoch. Und hier ist bestimmt wegen der Luke, ne? Warte mal, kann ich die Luke dekon... Die Dingsbums-Bums-Dings? Nein, nicht... Welcome aboard, Captain. Wieso kann ich die Luke nicht abreißen? Nein! Ich kann die Luke nicht mit Q abreißen. Warum? Warum kann ich die Luke nicht abreißen? Das ist ja blöd. Warte mal. Das kann ich abreißen. Das kann ich nicht... Das ist ja blöd. Ich dachte, ich könnte da jetzt anknüpfen und so. Wahrscheinlich ist das hier hinten so zu hoch. Würde ich jetzt behaupten. Und ich brauche für ein Fundament zweimal Blei. Ich würde verwetten, dass das hier... Nee, warte mal. So kann ich bauen? Hä? Macht ja gar keinen Sinn. So will ich bauen. Warum geht das so nicht? Spiel, sag mir, warum das nicht geht. Da geht er. Wahrscheinlich ist das zu hoch. Wir brauchen halt Blei, ne? Pass auf. Ich guck mal, ob wir Blei finden irgendwo. Für irgendwo Blei finden. Ich tank nochmal Sauerstoff ein bisschen. Und dann schauen wir mal. Ah, oh, das ist ja ärgerlich. Jetzt haben wir natürlich kein Blei wiederbekommen, wie wir abgerissen haben, ne? Nur einmal. Weil dann könnte man ein bisschen verlängern. Dann hätte man ein bisschen breitere Basis und so. Das ist kein Blei. Was ist das denn da? Oha. Mal überlegen, ob wir einmal da unten hintauchen tatsächlich. Ja. Einmal nur mal zu gucken. Einfach nur mal zu gucken, ob wir da unten Blei finden. Huch. Da lädt alles rein. Puh. 100 Meter. Oha, die Musik.
ist aber echt schwierig, ne? Puh, das dauert aber ein bisschen, bis wir wieder oben sind. Huh, ich will nichts riskieren. Okay. Das könnte Blei sein, oder? Nein, Gold. Meinst du auch eine wichtige Ressource? Oh, wie schön. Erstmal scannen. Sieht das toll aus. Blei? Blei! Ja, nice! Ist hier noch mehr Blei? Da könnte noch mehr Blei sein. Weiß jetzt gar nicht, ob das noch mehr Blei war. Ich würde hier unten noch mehr runtertauchen. Aua. Bin ich vergiftet? Lass einmal unten gucken. Hau bloß ab. Du stinkst nach Maggi. Vielleicht sollte ich diese leuchtenden Dinger nicht berühren, auch wenn die so wunderschön sind. Ich weiß nicht, ob es Blei war. Aber hier sieht echt aus, als würden wir hier Bleivorkommen haben, oder? Ja, nice. Okay, nicht jedes Ei, nicht jedes Steinei ist Blei. Stelle ich fest. Na, nimm noch mit. Hallo? So. Ernsthaft? Hat er mich jetzt angeknabbert? 30 Sekunden. Geh kaputt, Mann! Ich schnitz dich auf, Junge! Ich schlitz sie auf. Oh, soll ich mich beeilen? Ja, 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 ja. Ich komme schon, Sauerstoff. Okay, reicht erstmal. Wir gucken mal, ob wir jetzt vielleicht unten ein Fundament bauen können, dass das für uns vielleicht dann... Ob das dann besser ist. Das wäre natürlich super jetzt. Das wäre richtig schön und cool. So. So. Was sind das immer für riesige Geräusche? Ob es hier auch so Riesen-Unterwassermonster gibt? Glubschi, mein Freund. Komm her. Du bringst mir mehr leckeres Essen. Komm her. Schwimm nicht an der Wasseroberfläche. Schwimm lieber in meinen Mund rein. So. Ah, okay, die geben aber, glaube ich, kein Wasser, ne? Die Glubschis. Also nutzen wir die anderen Fische dazu, Wasser herzustellen. So, jetzt lass mal gucken. Also, hier ist ihm also zu hoch, ja? Kann ich denn jetzt mit dem Fundament hier unten... Wenn ich jetzt hier ein Fundament hinbaue... Sagt er denn dann, ja, ist okay... Nee, immer noch nicht. Warum? Oder muss ich daneben jetzt noch eins bauen? Hä, ich könnte sogar... Hä? Wieso könnte ich? Achso, ich könnte anfangen zu bauen. Das ist aber mega ärgerlich. Wieso funktioniert das nicht? Das ist aber blöd. Muss ich jetzt nochmal umbauen? Muss ich jetzt echt nochmal umbauen? Pass auf, ich baue das mal hier hin. Hier so. So, dann baue ich... Ja, 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 ja. Ah, hier kann ich jetzt eine Kreuzung dran bauen. So. Ja, Glas haben wir noch nicht.
Wäre natürlich schön. Ja, aber das ist ja schon mal besser. Zweimal Titan bräuchte ich jetzt noch. Habe ich noch irgendwo Titan? Werde ich überlegen, nochmal umzubauen, ne? Weil das ist ja echt beschissen. Das ist ja mega beschissen. Jetzt fange ich schon wieder an, hier umzumodeln. Ich habe gar keinen Titan mehr, ne? Ah, warte. Ist doch gar kein Problem. Wir kriegen genug Titan wieder. Das ist aber ärgerlich. So, Technik, Werkzeuge haben wir, glaube ich, nichts drin, ne? Ne, können wir abreißen. Oh. Können wir abreißen? So, ich würde erstmal bauen. Dass ich halt auch diese Luke nicht abreißen kann, ist halt lächerlich, ne? Wahrscheinlich, weil da Spinde drin sind, würde ich jetzt behaupten. So. Kann ich denn... Das kann ich jetzt machen, okay. Mache ich jetzt einfach mal. So. Theoretischerweise könnte ich noch eine Luke bauen, wenn ich Titan hätte. Ah, da sieht man auch, wie das verbunden ist. Nice. Welcome aboard, Captain. Hallo. Ich würde gerne ein bisschen was an Ressourcen mitnehmen, damit ich was abreißen kann. Spind ist nicht leer. Ja, ja, ja. So. Kann ich den abreißen? Nein. Okay. Aber wir müssen ja auch noch das Solar... Oh, warte mal. Das Solarding können wir ja nicht unter Wasser bauen. Vielleicht lassen wir das da oben stehen. Ich weiß es noch nicht. Mal gucken. Ich habe gar keinen Quarz mitgenommen, ne? Ich bin so doof. So, warte. Quarz. Will ich noch eine Luke bauen? Ja, ne, komm. Zwei Luken sind besser wie eine. Luke Skywalker und so, weißt du doch. So. Welcome aboard, Captain. Cool, das sieht auf jeden Fall schon gemütlicher aus hier. So, dann lass mal ein paar Spinde bauen. Ich würde sagen, ich baue mal hier ein paar Spinde hin, so. Und dann hier einen hin. Dann hätte ich gerne hier einen hin. Dann hätte ich gerne hier einen hin. Dann hätte ich gerne hier einen hin. Ja, mit dem, uns fehlt Titan, ne? Jo, aber wir können schon einlagern. Ja, das mit der Solarenergiezelle, das habe ich jetzt nicht bedacht. Das stimmt, das, ja. Pass auf, ich packe hier hinten mal Essen rein. Essen, so, dann machen wir hier, fangen wir schon mal an mit den Ressourcen. Achso, Essen hier, ich habe ja noch mehr Essen. So. Ich glaube auch, dass das Spiel tatsächlich umfangreicher ist als wie Breath Edge tatsächlich. Dann machen wir hier. Na! Gestein. So. Hier war Essen, ne? Oder? Nee. Was haben wir denn hier? Wie nennen wir das denn? Organisch, ne? Oder so? Organisch, so. Essen, organisch, Gestein. Gut, wir haben nichts mehr. Wir müssen ja sowieso erstmal wieder abreißen. Aber ich würde sagen, das machen wir in einer weiteren Folge bei Subnautica. Dann schaltet ihr wieder ein und ja, es wird gemütlich hier unten unter Wasser. Ja, es wird ein bisschen Rapture-artig. Naja gut, ich freue mich. Bis dann. Tschüss.